Kurznachrichten. Ihr mische dich virisch ausrotte. Diesen Schlachtruf schenkte uns der Ministerpräsident Baden-Württembergs Kretschmann. Winfried, in jungen Jahren wohl Maoist gewesen, jetzt kommt er seinen eigenen Wurzeln deutlich näher. NTV zitiert ihn: Wir müssen uns auf schwere Zeiten einstellen. Der Krieg verändert alles. Es kann niemand davon ausgehen, dass das Leben so einfach weitergeht. Was hier erstmal weitergeht, sind die Kurznachrichten für den 24. März 2022, ein Donnerstag. Gestern in der ARD gesehen, Tagesschau 24, die Überschrift Haushalt in Zeiten des Krieges. Damit will Tagesschau 24 uns mitteilen, wir haben bereits Krieg mit Russland, also Deutschland und Russland. Gibt es eine Kriegserklärung? Gibt es Kriegsrecht? Also wenn ich mir die Nachrichten der Tagesschau ansehe, habe ich keine Zweifel daran, dass diese Kollegen dort Krieg wollen und ihn regelrecht herbeihetzen. Aber ich frage nochmal, haben wir ihn schon? Ob sich die von unseren Gebührengeldern bezahlten Journalisten ihrer Verantwortung bewusst sind, ich weiß es nicht. Wohl aber lese ich Interessantes in der New York Times. A Russia digs in, what's the risk of nuclear war? It's not zero. Der Dokumentarfilmer Dirk Pohlmann zitiert aus einem New York Times Artikel: Mehrere geopolitische Analysten gehen von einem Krieg zwischen der NATO und Russland in den nächsten 20 Tagen aus. Anders als es unsere Medien verbreiten, ist die Lage des ukrainischen Militärs hoffnungslos. Das bedeutet, dass ein False-Flag-Ereignis als Kriegsanlass für die NATO benötigt wird, wenn man die Ukraine nicht einfach aufgibt. Die russische Seite will einen NATO-Angriff nicht abwarten, sondern vorher zuschlagen. Das sind finstere Aussichten. Wir sind in der Hand von Hasardeuren, die uns in diese Situation manövriert haben. Das ist nicht die deutsche Regierung, die hat nichts zu melden. In diese Situation der Einflusslosigkeit hat sie sich allerdings über Jahre und Jahrzehnte gebracht. Russland redet nicht einmal mehr mit Europa, wozu auch nur noch mit den USA. Zur Kriegslage zitiere ich Henning Rosenbusch aus Schweden. Er wies ja bereits darauf hin, dass beide Seiten Kriegspropaganda betreiben. Jetzt hat er sich die Zahlen der russischen Verluste, die von der ukrainischen Seite herausgegeben werden, angesehen. Die Verluste sind gesunken. Nun also sind, so kommentiert Rosenbusch, die ersten russischen Soldaten wieder auferstanden. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Menschen auf der ganzen Welt aufgerufen, heute für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. Oder nicht eher gegen Russland? US-Präsident Joe Biden nimmt heute in Brüssel bei Gipfeln der NATO, der G7-Staaten und der Europäischen Union teil. Die UN-Vollversammlung stimmt heute über eine Resolution ab, die Russland für die Eskalation der humanitären Krise in der Ukraine verantwortlich macht. Russland hat die Resolution als antirussisch verurteilt und wirft den Unterstützern vor, nicht wirklich über die humanitäre Situation besorgt zu sein, sondern Hilfe politisieren zu wollen. Welche Resolutionen gab es zur humanitären Situation im Donbass seit 8 Jahren? Russland hat nach Angaben des ukrainischen Militärs seine Luftangriffe verstärkt. Auch will Russland weitere US-Diplomaten des Landes verweisen. Es verlängert die Sperrung von Flughäfen. Das UN-Welternährungsprogramm fordert mehr Hilfen. Im Sperrgebiet um das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl sind mehrere Brände erfolgreich bekämpft worden. Renault stellt die Produktion in seinem Werk in Moskau ein. Das Werk mitnehmen kann Renault aber auch nicht. Kiew meldet Beschuss in zahlreichen Städten und Gebieten. Großbritannien will weitere Waffen an die Ukraine liefern. EU-Ratschef Charles Michel hat Russland vorgeworfen, in der Ukraine Kriegsverbrechen zu begehen. Das US-Militär meldet, Russland errichtet Verteidigungsanlagen außerhalb von Kiew. In der Ukraine sind im Laufe des gestrigen Tages bei Evakuierungen mehr als 4.500 Menschen aus belagerten und umkämpften Städten gebracht worden. T-Online berichtet, an der Grenze zu Ungarn wurde eine Ukrainerin mit 28 Millionen Dollar bar in Koffern erwischt. Ihr Mann soll ein ehemaliger Abgeordneter sein. Er scheint wohl aus dem Gröbsten raus zu sein. Die Berliner Zeitung schreibt, Ukraine-Helfer werden in Berlin eingeschüchtert. Der vom Einbruch Betroffene sei zeitweise für die Logistik von Hilfslieferungen nach Polen und die Ukraine zuständig gewesen. Das Landeskriminalamt ermittelt. Im Badezimmer fand man weißes Pulver. Auch schreibt die Berliner Zeitung, Hilfsgüterlieferungen würden auf ihrem Weg von Deutschland nach Polen und in die Ukraine regelmäßig sabotiert. Der ORF berichtet, Bundespräsident Alexander Van der Bellen hält eine österreichische Teilnahme an der EU-Eingreiftruppe und eine Einladung an den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky für eine Ansprache in Österreich mit der Neutralität vereinbar. Deutschland will weitere Waffen liefern. Einer der wichtigsten Berater im Kreml, Chubais, hat seinen Rücktritt eingereicht. Er soll Russland in Richtung Türkei verlassen haben. Mikhail Botoljak, ein Berater des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes, veröffentlicht auf Telegram: Der russische Verteidigungsminister Shoigu ist seit dem 11. März nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Wladimir Klitschko meint,
Auf NTV, die Russen können noch heftiger bombardieren. Zeit Online schreibt, Russlands Präsident will Erdgas künftig nur noch in Rubel abrechnen, eine Reaktion auf die harten Wirtschaftssanktionen. Der Westen steht nun vor einer heiklen Entscheidung. Zeit Online meint, mit dieser Wendung hat wohl kaum jemand im Westen gerechnet. Unter uns, ich schon. Putin verkündet, sein Land werde Erdgas nur noch an unfreundliche Staaten liefern. Da sind wir sicherlich dabei, wenn diese nicht mehr wie üblich dafür in US-Dollar oder Euro zahlen, sondern in Rubel. Der Ökonom Jens Südekum, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats im Bundeswirtschaftsministerium, sieht allein darin einen Vertragsbruch. Für Gaslieferungen gibt es langfristige Verträge, die auf Dollar lauten. Wenn Putin nun erklärt, er akzeptiere nur noch Rubel, bricht er diese Verträge. Ja, dann könnten wir doch von heute auf morgen aus dem Gas raus. Das wollen wir doch. Auf jeden Fall ist das ein Schaden für den US-Dollar. Der trägt sich nämlich weitgehend über Ölverkäufe. Es berichtet Zeit Online. Kommentiert habe ich. China lehnt den Ausschluss Russlands aus dem G20 ab, der Spiegel berichtet. Bei der Generaldebatte im Bundestag, ebenfalls Quelle Spiegel, lehnt die AfD Russland-Sanktionen ab. Tino Chrupalla wird zitiert. Weil die Bundesregierung helfen möchte, Russland wirtschaftlich und ökonomisch auszuhungern, sollen wir auf günstige Erdgaslieferungen durch Nord Stream 1 und Nord Stream 2 verzichten. Chrupalla warf der Bundesregierung wegen der Bemühungen von Wirtschaftsminister Habeck, durch Abkommen mit Katar schneller von der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl loszukommen, Doppelmoral vor. Die dortigen Menschenrechtsverletzungen schienen dabei keine Rolle zu spielen, so der AfD-Politiker. Wieder mal muss man mit Entsetzen zur Kenntnis nehmen, dass die letzten vernünftigen Worte von der AfD zu kommen scheinen. Der Vizechef des russischen Sicherheitsrates und engster Vertrauter von Präsident Putin, Medvedev, sieht eine weltweite Bedrohung in den Handlungen der USA. Er fordert die sogenannte Verschwörung zur Zerstörung Russlands umgehend zu stoppen, sonst würde eine atomare Katastrophe drohen. Medvedev ist davon überzeugt, dass sich die USA seit dem Ende der Sowjetunion im Jahr 1991 dazu verschworen hat, Russland zu untergraben und zu zerstören. Zitat: Es bedeutet, dass Russland gedemütigt, eingeschränkt, zerschmettert, geteilt und zerstört werden muss. Es berichtet das etwas reißerische Portal Z-Live News. Dieses sitzt in München. Ich würde Medvedevs Worte ergänzen. Die Zerstörung Russlands begann schon in den 80er Jahren. Erinnern wir uns an Ronald Reagan. Die Sowjetunion war das Reich des Bösen. Wir erinnern uns an Zelensky im Deutschen Bundestag. Dort erwähnte er Ronald Reagan in seiner Rede. Linke und Grüne, für die Ronald Reagan, der Erzkonservative, in den 80er Jahren ein Albtraum gewesen ist, applaudierten. Olaf Scholz, Bundeskanzler, damals noch reich behaart, die DDR besuchend, wurde im Nachgang an diese Sitzung kritisiert, dass er keine flammende Rede gehalten hat. Vielleicht spricht das für ihn, vielleicht fehlten ihm die Worte. Und er fragte sich, wo bin ich hier eigentlich? Putin, das Phänomen, ein neues Buch von Alexander Dugin, einem wichtigen Denker in Russland. Er ist Philosoph, Geopolitik-Experte und ein Kenner des Kreml. Für Dugin ist Wladimir Putin ein Staatsmann, der es geschafft hat, sein nach der Jelzin-Ära heruntergewirtschaftetes Land zu stabilisieren und als eigenständigen Akteur auf die weltpolitische Bühne zurückzuführen. Aber der frühere Professor an der Lomonossow-Universität kritisiert auch, Zitat, er hat keine Rotation der politischen Elite in die Wege geleitet. Der alte politische Apparat funktioniert weiterhin nach dem vorhergehenden Modell und dessen scheinbare technische Effizienz kaschiert seine fundamentale Unfähigkeit. Auch habe sich Putin wirtschaftspolitisch noch nicht vollständig vom liberal-kapitalistischen Paradigma mit dem Zwang zum ständigen Wachstum gelöst. Dugin sieht das als kritikwürdig an. Heraus stellt er, dass Putin sehr an einer Kooperation mit Deutschland gelegen ist bzw. gelegen war. Putin fehlt eine unabhängige deutsche Politik. Er habe nie einen echten Ansprechpartner bei der Bundesregierung gefunden, da diese von Atlantikern kontrolliert werde. Dugin wertet dies als eine Katastrophe für die deutsch-russischen Beziehungen. Außenpolitisch sei Putin ein Realist. Er strebt ein vollkommen souveränes Russland an. Dugin arbeitet eine Alternative zum westlichen System heraus. Zitat: Die Besonderheit unserer Gesellschaft besteht darin, dass wir keine bürgerliche Nation im eigentlichen Sinne sind. Eine Zivilgesellschaft nach amerikanischen oder europäischen Muster, die auf individualistischen liberalen Prinzipien beruht, hat bei uns keine Tradition. Das russische Wertesystem ist vom westlichen grundlegend verschieden und gilt nicht nur um den russischen Kern herum, sondern auch unter den zahlreichen ethnischen Gruppen, nicht Nationen, die auf dem Gebiet Russlands im postsowjetischen Raum leben und gemeinsam mit den Russen eine zivilisatorische Einheit bilden.
International, Dugin, Russland und China sind durch schicksalhafte Bande verknüpft. Sie sitzen beide im selben Boot, weil ihre Zukunft nur im Rahmen einer multipolaren Welt gesichert werden kann. Aus diesem Grund ist es für beide Länder eine pure Notwendigkeit, der westlichen Hegemonie die Stirn zu bieten. Worte von Alexander Dugin aus dem aktuellen Buch Putin, das Phänomen. Putinar, der Antispiegel von Thomas Röper. Er gibt neue Details über das US-Biowaffenprogramm in der Ukraine heraus. Er zitiert die russische investigative Journalistin Gaitantsieva. Diese hat neue geleakte Dokumente veröffentlicht. Ihr Film Labor des Todes wurde auch in Deutschland bekannt. Röper übersetzte ihren Artikel. Zitat, die ukrainischen Biolabore waren für Auftragnehmer des Pentagons zugänglich, nicht aber für unabhängige Experten. Das geht aus internen Dokumenten hervor. Genannt wird ein US-Unternehmen Black & Veatch Special Projects Corporation. Man bezieht sich auf ein Schreiben der ukrainischen Gesundheitsministerin, eigentlich Amerikanerin. 2015 erhielt sie vom Präsidenten Poroschenko die ukrainische Staatsbürgerschaft. Die Ukraine lehnte den Vorschlag einer öffentlichen Kontrolle über die vom Pentagon finanzierten Biolabore ab. Das ist einem Schreiben entnommen, welches am 21. Oktober 2016 in der wissenschaftlichen Zeitung Problems of Innovation and Investment Development veröffentlicht wurde. Auch wird berichtet von deutschen und ukrainischen Wissenschaftlern, die biologische Forschungen zu besonders gefährlichen Krankheitserregern bei Vögeln durchführten. Die Vogelgrippe. Erwähnt wird das Friedrich-Löffler-Institut Greifswald, Deutschland. Die Nutzung von Zugvögeln für die mögliche Übertragung von Krankheitserregern war in der Vergangenheit ein wichtiges Forschungsprogramm zwischen dem Smithsonian Institute und dem US-Verteidigungsministerium. Büchsen der Pandora. David Anderson schreibt in der internationalen Nachrichtenagentur Presenza, der Weiße Westen eine kulturelle Finanzdiktatur. Zitat, wenn wir uns jedoch genauer ansehen, was mit dem Westen in den letzten 50 Jahren geschehen ist, könnten wir anfangen, uns über unsere Freiheit Gedanken zu machen. Wir sind an eine einzigartige Wirtschaftsstruktur gebunden, die uns ihrerseits ein einzigartiges Gesellschaftskonzept aufzwingt. Ohne Geld lässt sich in dieser Gesellschaft nur wenig tun. Schließlich wird uns suggeriert, was könnte der Sinn des Lebens sein, wenn nicht Geld zu verdienen, Geld auszugeben und darüber nachzudenken, wie man noch mehr Geld verdienen kann. Es könnte hilfreich sein, diese Frage umzudrehen. Was würdest du sonst mit deinem Leben anfangen, könnten wir fragen, wenn du kein Geld verdienen müsstest. Worüber würdest du nachdenken? Worüber würdest du mit deinen Freunden sprechen, wenn nicht über Einkäufe, Preise und alles, was mit Konsum zu tun hat? Diese Wirtschaftsstruktur der westlichen Gesellschaften könnte und sollte als Diktatur bezeichnet werden. Die Entmenschlichung und Zersplitterung unserer Kultur, die heute so offensichtlich ist, wurde in vielerlei Hinsicht durch diese wachsende Finanzdiktatur verursacht. David Anderson in Presenza. Covid-19, 7-Tage-Inzidenz 1752.0. Österreich 3424.3. In Wien gibt es neue Regeln. Bundesgesundheitsminister Lauterbach plant die Anhebung der Krankenkassenbeiträge. Boris Reitschuster erinnert sich an Rechnungen von Karl Lauterbach. Diese hätten belegt, Kliniken wären in den ersten beiden Dezemberwochen bundesweit in die Kapazitätsgrenze gekommen. Er erinnert an die Prophezeiung vom 30. November 2021, die meisten Ungeimpften wären entweder geimpft, genesen oder leider verstorben. All das trat nicht ein. Weitere Rückschau. Mai 2021, viele 40- bis 80-Jährige werden einen Moment der Unachtsamkeit mit dem Tod oder Invalidität bezahlen. Seine Impfpflichtpropaganda stört das nicht. Eine Zusammenfassung von Daniel Weinmann auf dem Portal Boris Reitschuster. International, Jamaikas Premier deutet seinen Abschied von der britischen Monarchie an. Frankreich testet erfolgreich eine Nuklearrakete. Und noch drei Namen. In der Bunden schreibt ein Experte über den Gesundheitszustand von Queen Elizabeth II., dieser in express.co.uk. Geistig sei sie fit, nur der Körper lasse sie manchmal im Stich. Der Palast ist auf alles vorbereitet. Etwas weiter die frühere US-Außenministerin Madeleine Albright, im Alter von 84 Jahren gestorben. Der Schlagersänger Kid Rock behauptet, Donald Trump bat ihn um einen Rat zu Nordkorea. Passend dazu noch einer aus der nordkoreanischen Nachrichtenseite. Der Schutz und die dauerhafte Benutzung des Grundwassers, eine der Wasserreserven der Erde, stellt sich als Lebensfrage, die in direkter Verbindung mit der Existenz der Menschheit steht. Besonders in dürren Regionen ist das Grundwasser die einzige Wasserreserve für die Menschen. In Nordkorea gelten der Schutz und die Benutzung der Wasserreserve als staatliche Angelegenheit. In jüngster Zeit wurden landesweit mehr als 31.700 Grundwassereinrichtungen gebaut und renoviert. Um die soziale Erkenntnis über den Schutz der Wasserreserve zu erhöhen, entfaltet man propagandistische Tätigkeit und lässt viele Menschen an dieser Arbeit aktiv teilnehmen.
Worte von Yang In E, Forscherin des Zentralvorstandes des Verbandes für Naturschutz Koreas. Heute wieder 12 Stunden Sonnenschein, mehr Wolken zum Wochenende. Es bleibt mild. Machabu. Alternative Music.